Flambeau! Die sind also tatsächlich die ganze Nacht durchgefahren, Hochwirt. Warten Sie schon lange? Wie geht's denn? Wie geht's, hä? Ja, danke. Wie verbringen Sie Ihren Urlaub? Ja, ich fang voran. Ungeheuer beruhigend, Hochwirt, für die Nerven. Fangen Sie doch mit mir einen Mörder. Ungeheuer beruhigend für das Gewissen. Oh, aber doch nicht im Urlaub. Na, wo hat sie denn meinen Brief eingeholt? In Neapel. Ah, Sie brechen ganz einfach Ihre Reise ab. Schicken mir ein Telegramm nur... Nur, weil Sie mir Ihre Absicht schrieben, dass Sie Prinz Saradin besuchen wollten. Ja, halten Sie Prinz Saradin für einen Mörder? Bis zum Beweis des Gegenteils allerdings ja. Davon hatte ich ja gar keine Ahnung. Aber alle Zeitungen waren doch voll von dem Skandal. Alle Zeitungen sind immer voll von Skandalen. Deshalb lese ich ja keine. Nun, seine Hoheit sind mit einer verheirateten Frau durchgebracht. Was sagen Sie da? Mit einer feurigen Sizilianerin. Das ist bekannt, aber kein Mord, Hochwirt. Der betrogene Ehemann beging angeblich Selbstmord. Was? Aber tatsächlich, danke Flambeau, hat Prinz Saradin ihn ermordet. Ach so. Aber niemand konnte es ihm beweisen. Ja, ja, das ist allerdings neu. So. Seit jener Tragödie ist Prinz Saradin wie vom Erdboden verschwunden. Hä? Immer auf der Flucht. Vor der Rache der Familie des Ermordeten. Aha. Aber woher haben Sie plötzlich seine Adresse? Ja, durch diese Visitenkarte. Ich fand sie vor wenigen Tagen als Lesezeichen in einem Liebesroman. Ah, hochverehrter Meister Flambeau, falls Sie sich jemals zur Ruhe setzen und ehrbar werden sollten, kommen Sie mich doch besuchen. Ich bekam damals oft so überschwängliche Zuschriften. Als Sie noch König der Unterwelt und einer der berühmtesten Männer von Paris waren, hä? Ich möchte Sie kennenlernen. Jener Trick, wie Sie einen Detektiv durch den anderen verhaften ließen, war die genialste Episode der französischen Unterwelt. Seine Adresse steht auf der Innenseite. Es soll eine kleine, abgelegene Insel sein. Hoffentlich finden wir sie. Das liegt in Gottes Hand. Einverstanden. Und auch sollten wir irgendwo einen Ersatzkanister Benzin kaufen. Das ist mir sicherer. Santa Maria, können Sie uns sagen, wie wir zu Prinz Saradin kommen? Ah, seine Hoheit! 10 Minuten weiter, in die Lagune! Danke! Santa Maria 337. Mr. Paul? Hier Vittorio. Zwei Männer haben sich eben nach seiner Hoheit erkundigt. Sizilianer? Nein, aber ich kenne doch Sizilianer. Natürlich, man kann nie wissen. Eben.
liegt er schon ein Jahr zurück. Ob er uns trotzdem empfängt? Das werden wir ja gleich sehen. Kommen Sie, Frau Buch. Kommen Sie. Sie wollen Prinz Saradin sprechen? Erraten. Tut mir leid, seine Hoheit empfängt Sie nicht. Und warum nicht, wenn ich bitten darf, hä, Mister? Paul, erstens ist seine Hoheit nicht im Hause und zweitens empfängt Hoheit nur angemeldeten Besuch. Habe ich mich klar und verständlich ausgedrückt? Sehr klar, Mister Paul. Mhm. Dann kann ich mich jetzt zurückziehen. Moment, Mister Paul. Hier, lesen Sie. Ach, das ist natürlich etwas anderes. Bitte treten Sie ein. Seine Hoheit wird in einer Stunde zurückerwartet. Hm. Ja? Meine Herren, darf ich einen kleinen Imbiss servieren? Wir sind angewiesen, für die Freunde seiner Hoheit immer etwas bereit zu halten. Und, was haben Sie uns zu bieten? Schildkrötensuppe à la Prinz Saradin. Hochwürden? Bitte, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Mrs. Anthony, unsere Haushälterin. Sind Sie Italienerin? Ja, Sizilianerin. Aus Palermo. Mrs. Anthony, bitte. Entschuldigen Sie, meine Herren. Ich kann über vieles hinwegsehen, aber was die Sauberkeit betrifft, da bin ich unnachgiebig. Vielen Dank, Mrs. Anthony. Danke. Sie sind also Sizilianerin, hm? Na, wie fühlen Sie sich denn bei uns hier im Norden? Ich bin zufrieden. Möchten Sie nicht wieder nach Sizilien zurück? Nein, das wäre nicht gut. Ja, aber weshalb denn, Mrs. Anthony? Mrs. Anthony verträgt das Klima nicht. Sie wird krank. Ah, so, ah, ich verstehe. Hm. Hm. Du bist ja ganz vorzüglich. Hm. Wann waren Sie denn das letzte Mal in Sizilien? Oh, das ist schon einige Jahre her. Ach, wie schade. Und ich hoffte von Ihnen das Allerneueste zu erfahren über die Vendetta. Hochwürden, ich bin sicher, Mrs. Anthony hat nie in ihrem Leben etwas von dieser Vendetta gehört. Doch. Hochwürden meinen die Blutrache. Die Blutfehde der sizilianischen Familie. Gibt es die noch im 20. Jahrhundert? Ja, sie ist schrecklich. Ich kannte Familien, die ausgerottet sind. Eine vernichtete die andere. Aber das ist ja finsterstes Mittelalter, das ist ja entsetzlich. Erzählen Sie doch weiter, Mrs. Anthony, bitte. Wenn Sie mir eine Bemerkung erlauben, wie ich sehe, interessieren Sie sich für die Vendetta. Kennen Sie auch die Omerta, die Schweigepflicht, die Strafe für den Verräter? Wer redet, stirbt. Ein Gläschen Likör, Mr. Flambeau, ausgezeichnetes Bouquet, der Lieblingslikör seiner Hoheit. Zigarre hochrühren? Nein, vielen Dank. Ich rauche lieber meine Pfeife. Hey, nach Santa Maria! Da, da! Das ist Hauptmann Saradin, der Bruder seiner Hoheit. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, der Hauptmann ist sozusagen das schwarze Schaf der Familie Saradin. Haut er über die Schnur? In diesem Hause gilt es als deplatziert, wenn die Dienstboten über die Herrschaften sprechen. Aber Mr. Paul... Es ist mir äußerst unangenehm. Mr. Paul, Sie zeigen uns die Wurst und geben uns immer nur eine Scheibe. Ich finde das äußerst unfair. Also gut. Der Hauptmann hat seine Hoheit um ein Vermögen gebracht. Wenn seine Hoheit heute hier auf dieser Insel leben muss, so ist das die Schuld Hauptmann Saradins. Ein sauberes Früchtchen, der Hauptmann. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Oh, schon 10 Uhr. Deine Hoheit muss sich jede Minute eintreffen. Entschuldigen Sie mich bitte. Na, er hat seine Hoheit ganz schön aufs Kreuz gelegt. Warum hängt man dann sein Bild auf? Und noch dazu in der Wohnhalle, an einem Ehrenplatz. Ach, das sind ja wohl hier die Brüder Saradin. Hm. Sehen eigentlich ganz harmlos aus. Können Sie feststellen, welcher hier der gute und welcher der böse Bruder ist? Das ist schwer. Sehr schwer.
Das sind wirklich die Brüder Saradin? Da waren Sie aber noch sehr jung. Ja, diese Kanaille. Stark. Ich verstehe Sie nicht. Ihr Freund sagt, es wäre schwer, den guten Bruder vom Bösen zu unterscheiden. Hm? Ihr Freund hat recht, Hochwürden. Ich verstehe Sie noch immer nicht. Es gibt keine Guten. Der Hauptmann hat dem Prinzen sein Vermögen abgenommen. Das ist seine Schuld. Aber auch Prinz Saradin hat einiges auf dem Gewissen. Wieso? Sünden, Hochwürden. Alte Sünden. Es handelt sich um einen Fall von Erpressung. Der Hauptmann hat seine Hoheit erpresst. Ja, erpresst. Seine Hoheit ist soeben angekommen. Nun, du siehst, ich bin gekommen. Dies ist ein Ehrentag. Alles steht bereit. Mr. Flavon, entzückt Sie zu sehen. Hörte zuletzt von Ihnen, als Sie die Herzogin von Dupont du Fort um Ihr kostbares Diadem erleichterten. Bitte empfinden Sie diese Bemerkung nicht als taktlos. Keineswegs, ich bin nicht empfindlich. Hörte nun, Sie sind ehrbar geworden. Was heißt das? Ich arbeite. Ich bin Hotelportier in Aberdeen. Entsetzlich, was für ein sozialer Abstieg. Angela, zum Kuckuck. Was stehen Sie da rum? Holen Sie Port aus dem Keller, ein Dutzend Flaschen. Tja, das Leben setzt uns Hörner auf. Sehen Sie mich an. War mal der unwiderstehlichste Mann Italiens. Hotelportier, Sie enttäuschen mich, mein Lieber. Sie sind grausam, Hoheit. Wo bleibt der Porter? Angela! Angela! Den Fluss hoch, euer Knaben! Dann rechts in die Lagune! Santa Maria 337? Mr. Paul? Hier Vittorio! Die Sizilianer sind da! Wieso unangenehm, Vittorio? Im Gegenteil, ich bin hoch erfreut. Begreifst du nicht, ist auch nicht nötig. Du kannst dir deine 1000 Lire heute Abend holen. Forellen beißen nur an, wenn der Wind richtig steht. Heute ist ein ausgezeichneter Wind für Forellen. Wissen Sie schon, dass wir einen großen Sportsmann unter uns haben? Mr. Flambeau ist ein passionierter Forellenfischer. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, ich kann Sie zum besten angeplatzter Lagune bringen lassen. Nur 20 Minuten von hier. Eine vorzügliche Idee. Piero wird ihn hinbringen. Gerne. Wenn Sie sich nicht verlassen fühlen, Hochwürden. Aber Flambeau, Petri heil. Petri, dank. Schießen Sie heute zum ersten Mal? Jawohl, Hoheit. War ganz ausgezeichnet. Trotzdem wäre unsportlich von mir, Sie zu einem Wettkampf herauszufordern. Bitte. Ich bin zwar schon ein alter Esel, aber Pistolen sind immer noch meine Leidenschaft. Hoheit, der Tee ist serviert. Bitte, Pater Braun. Danke. Glauben Sie an das Verhängnis? Nein, aber an das jüngste Gericht. Was verstehen Sie darunter? Ich meine, im Jenseits trifft den wirklich Schuldigen die Vergeltung. Auf Erden schon manchmal den Falschen. Den Falschen? Den Falschen? Hoheit, verzeihen Sie die Störung. Ein Herr möchte Sie sprechen. Was für ein Herr? Führen Sie ihn herein. Bedauere, der Herr erwartet Sie beim Landungssteg. Nehmen wir die Sache von der heiteren Seite. Möchte noch mal lustig sein. Bin imstande, etwas vollkommen Verrücktes zu tun. Etwas Verrücktes? Jawohl, Pater Braun. Ihr Name ist Saradin? Mhm. Mein Name ist Antonelli. Antonelli? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie erlauben, dass ich mich etwas genauer vorstelle?
So. Das wäre erledigt. Ich habe Sie beleidigt, aber ich gebe Ihnen Genugtuung. Sie haben den Verstand verloren. Was wollen Sie von mir? Ich bin gekommen, um Sie zu töten. Sie haben meine Mutter entführt. Was? Ich finde Sie irrsinnig komisch, junger Mann. Und meinen Vater ermordet. Aber nun töte ich Sie. Ich habe es geschworen vor 15 Jahren. Und wir Sizilianer sind gewohnt, Wort zu halten. Wie kommen Sie dazu, hier aufzutauchen, nach 15 Jahren? Ich wusste Ihren Wohnsitz nicht. Ich habe ihn erst vor wenigen Tagen erfahren. Marco! Mach den Kasten auf. Sie wollen sich mit mir schießen? Ich gebe Ihnen eine Chance, die Sie meinem Vater nicht gegeben haben. Wählen Sie eine Pistole. Junger Mann, nur Idioten duellieren sich. Ach, Sie wollen nicht? Gut, dann erschieße ich Sie auf der Stelle. Mrs. Anthony, Sie können mich nicht mehr länger täuschen. Das da draußen ist Ihr Sohn. Antonelli ist Ihr Sohn, Mrs. Anthony. Entweder Ihr Sohn oder der Prinz wird getötet, wenn wir nicht sofort etwas unternehmen. Aber das sind ja ganz vorzügliche Pistolen. Venezianische Arbeit. Sind die zu kaufen? Brauchen Sie Geld? Nein. Was wollen Sie denn? Genugtuung, meine Ehre. Also gut, ich bin bereit. Unter einer Bedingung. Für den Überlebenden die Pistolen. Wie Sie wollen. Ein bisschen eng hier. Hinterm Schilf ist eine große Wiese. Ausgezeichneter Platz für ein Duell. Kommen Sie, wenn Sie nichts Besseres vorhaben, als zu sterben. Aber Hoheit! Sagte ich Ihnen nicht, ich hätte große Lust, etwas vollkommen Verrücktes zu tun? Aber Hoheit, Sie werden sich doch nicht duellieren. Die Schüsse werden Sie kaum stören. Die Wiese ist 10 Minuten von Ihnen entfernt. Hoheit, Sie versündigen sich. Ich bin Atheist. Ich fahre nach Santa Maria. Ich will meinen Herrn retten. Ich hole die Polizei. Hallo, Santa Maria. Hallo. Hallo, Santa Maria, Polizei. Hallo. Scheißlich, wenn man solche Apparate braucht, dann funktionieren sie nicht. Das wird sie an den Galgen bringen. Das macht nichts. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich glaube, er wird nie wieder den Mund aufmachen. Oh, doch, Hochwürden. Spätestens, wenn er sich vor Gericht stolz schuldig bekennt. Mr. Pohl, warum in aller Welt konnten Sie mit dem Polizisten nicht früher kommen? Sie leben noch, man hat Sie nicht getötet. Getötet mich? Wie kommen Sie darauf? Oh, das wäre gar nicht so unmöglich. Was reden Sie denn? Saradin wurde ermordet. Was? Antonelli wird gehängt. Und was mich betrifft. Moment. Das ist ja die Höhe. Sie haben eine Erfrischung nötig zugegeben. Aber das Abendessen seiner Hoheit zu stehlen, buchstäblich zu klauen, während er noch in der Diele liegt. Ein Augenblick, Mr. Flambeau. Das Abendessen, der Garten und das Haus sind zufällig mein eigen. Was? Ach, der Prinz hat Ihnen das wohl alles vererbt. Ich bin Prinz Saradin. Wer sind Sie? Prinz Paul Saradin, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben. Ich lasse mich Paul nennen, aus Bescheidenheit. Aus Bescheidenheit? Eine Marotte von mir. Das unterscheidet mich von meinem unglücklichen Bruder, Hauptmann Saradin. Ein Pechvogel. Ein Skandal nach dem anderen, nun hat er die Quittung. Bedauerlich, wirklich sehr schade. Er war eben kein häuslicher Charakter. Prosit, meine Herren. Sie erraten wohl nun eine Geschichte. Ein Mann hatte zwei Feinde, ein Mann genial wie Napoleon. Ich kann Ihnen noch nicht ganz folgen.
Zwei Todfeinde hatte der echte Prinz Saradin, alias Mr. Paul. Der eine war sein Bruder, Hauptmann Saradin, der ihn erpresste, weil er irgendwie herausfand, dass er den alten Antonelli ermordet hatte. Richtig. Der zweite Todfeind war der junge Antonelli, der Sohn des Ermordeten, mit den Ehrbegriffen der Vendetta. Ja. Mr. Paul lockte sie beide hierher und stellte ihnen eine Falle. Moment, warum spielte er dann den Butler? Als Mr. Paul der Erpressung ein Ende setzen wollte, schrieb er vermutlich seinem Bruder, dem Hauptmann, ich besitze nur noch dieses kleine Haus, es soll dir gehören, komm. Ich versuche auf das Prinzendasein zu verzichten, du sollst von heute an das Leben des Prinzen Saradin führen. Ich will nur noch dein Diener, dein Butler sein. Hm. Hauptmann Saradin kam und stand noch am selben Tag vor der Duellpistole des jungen Antonelli. Ja. Oh, unwahrscheinliche Kombination, Pater Braun. Nämlich zugleich mit der Einladung an seinen Bruder ließ er an Antonelli, den Sohn des Ermordeten, eine Nachricht lancieren, wo er den Mörder seines Vaters finden könne. Ja, und da der junge Antonelli sicher den Mörder seines Vaters vorher nie gesehen hatte... Und folge ich den falschen Saradin für den echten Saradin, den Mörder seines Vaters halten musste? Trieb ihn die Vendetta hierher, um ihn umzubringen. Sehr richtig. Unglaublich. Das ist eine teuflische Idee. Einen Todfeind durch einen anderen ermorden zu lassen. Seine Idee kann wirklich nur von einem Teufel stammen. Nein, diese Idee stammt von Flambeau. Von mir? Als Sie noch König der Unterwelt waren, hatten Sie einmal eine so geniale Idee, dass damals ganz Paris darüber lachte. Welche Idee? Bitte die Visitenkarte. Bitte schön. Ich möchte Sie kennenlernen. Jener Trick, wie Sie einen Detektiv durch den anderen verhaften ließen, war die genialste Episode der französischen Unterwelt. Tatsächlich, der hat meinen Trick kopiert. Nur, seine Feinde verhafteten sich nicht, sie duellierten sich. Ja, leider. Das ist ein Unterschied. Bitte, fahren Sie mich zur Kriminalpolizei von Santa Maria. Wohin? Ach, wie gut, dass mein Freund Inspektor Smith bei diesem Fall nicht mitzureden hat. Wieso? Er kann meinen Kombinationen nicht so schnell folgen wie Sie, Flambeau. Ihm fehlt der Instinkt für Verbrecher.